beschäftigen. Natürlich, dass wir uns sehr bemühen werden, dass es eine möglichst einheitliche Haltung gibt in Europa. Aber aus unserer Sicht ist es eben so, dass wir gute Gründe haben, dafür klarzustellen, dass dies ein Krieg ist, den der russische Präsident angezettelt hat und den er sehr bewusst nicht sich breit unterstützen lässt. Terminalu Lubmin Greifswald sind wir bereit, sich aktiv an seiner Vorbereitung zu beteiligen. Wenn man genau hinschaut, ist es ja so, dass das bisher immer noch mit diesem komischen Begriff der Spezialoperation betitelt wird, was es nicht ist. Es ist ein furchtbarer Krieg, ein brutaler Krieg. Aber das soll ja in die russische Gesellschaft immer hinein signalisieren, dass niemand fürchten muss, involviert zu werden. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir klar machen, das ist das, was wir nicht akzeptieren werden, den imperialistischen Ansatz des russischen Präsidenten, einfach Territorium seiner Nachbarn erobern zu wollen. Das werden wir nicht hinnehmen und nicht akzeptieren. My jsme přesvědčeni, že je potřeba vyslat jasný signál ruské společnosti o důsledcích podpory agrese proti Ukrajině, a to prostřednictvím plné suspenze dohody o vízové facilitaci s Ruskem.